Porsche und seine internationalen Partner haben den Spatenstich für eine neue Anlage zur Herstellung von synthetischem H2-Kraftstoff bekannt gegeben, die 2022 in Betrieb gehen soll. Die Anlage wird in Chile gebaut, weil die Anlage mit Windkraft betrieben wird und das Land einen idealen Standort bietet. Der synthetische Kraftstoff H2 wird für Porsche-Rennwagen, Sportwagen und Oldtimer verwendet. Die Herstellung des Kraftstoffs ist ein innovativer Prozess mit hoher Komplexität. Der Prozess beginnt mit dem Einsatz von Elektrolyseuren, die Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Die Elektrolyseure sind windbetrieben, was zu grünem Wasserstoff führt. Dies macht Chile zu einem idealen Standort für die Anlage, da Chile zu den zuverlässigsten Windstandorten der Welt gehört. Von dort wird CO2-gefilterte Luft verwendet, die mit Wasserstoff kombiniert wird, um synthetisches Methanol zu erzeugen, das dann in den Kraftstoff umgewandelt wird, der zum Antrieb eines Kolbenmotors wie im Porsche 911 verbrannt wird. Porsche sieht den synthetischen Kraftstoff H2 als leistungsstarke, nicht elektrifizierte Benzinalternative. Der Autohersteller betrachtet diese neue Option als solide Ergänzung für Märkte, in denen die Green Deal-Vorschriften versuchen, den Verkauf von Verbrennungsmotoren mittelfristig zu eliminieren. Unsere Ikone, der 911, eignet sich besonders für den Einsatz von E-Fuels. Aber unsere beliebten historischen Fahrzeuge auch, sagt Michael Steiner, Leiter Forschung und Entwicklung bei Porsche. Er wies auch darauf hin, dass etwa 70% aller Autos, die der Autohersteller jemals gebaut hat, noch auf der Straße sind. Die Idee hinter der neuen Art der Betankung ist, dass sie in bestehenden Fahrzeugen ohne mechanische Modifikationen funktioniert. Unsere Kraftstoffspezifikationen entsprechen genau den bestehenden, sodass man solchen Kraftstoff in einem 993 verbrennen kann, ohne den Motor zu beschädigen und ohne mechanische Anpassungen vorzunehmen, erklärt Steiner. Die größte Herausforderung besteht derzeit darin, dass der synthetische Kraftstoff H2 deutlich teurer ist als herkömmliche Kraftstoffe auf Erdölbasis. Das Werk zur Herstellung des Kraftstoffs soll im kommenden Jahr die Produktion aufnehmen und zunächst die Fahrzeuge der Mobil 1 Supercup-Serie betanken. Vielen Dank, dass Sie sich für HydrogenFuelNews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.